Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt die Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen. Der Skyline ist am Start, genauso wie eine kleine Runde. Let's test Call of Duty Ghost. Wir sollten mal starten. Gut sichtbar. Kaum sichtbar. Gar nicht sichtbar. Machen wir so, ne? Das ist gut. Passen Sie die Bildschirmränder an. Bewegen Sie die Pfeile in die horizontale und vertikale Richtung. Ja, müssen wir noch ein bisschen höher machen. So. So, so will ich das haben. Fortfahren. Kampagne Mehrspieler-Trupps. Und zwar, warum ich jetzt überhaupt erst einen Let's Test davon habe. Ganz einfache Kiste. Spiel wollte ich mir nur nicht holen, ich wollte es auch erstmal testen. Das Problem war erstmal, dass die Videothek, in der ich das holen wollte, es einfach nicht hatte. Wir haben jetzt den 3.12.2013 und das Spiel ist vor 2 Monaten knapp rausgekommen. Und die haben es jetzt erst gehabt. Auch nur einmal. Ich hatte Glück gehabt, dass ich es bekommen habe. Ich wollte eigentlich noch ein die Battlefield 4 gleich mitnehmen, aber das hatten sie nicht mehr da. Jetzt haben sie es endlich mal geschafft, 2-mal GTA 5 dahin zu legen. Wow. Okay, aber die Kampagne wollen wir heute nicht spielen. Wir wollen mehr Spieler spielen. Aber erstmal gucken wir uns Truppen an. Was ist denn Truppen? Ah, Truppe ist ein schwarzer Bildschirm. Das ist ja cool. Willkommen beim Truppsmodus. Erstellen Sie Ihren eigenen Trupp und treten Sie in verschiedenen Spielmodus gegen KI-Gegner. Ach so, nee. Das wollen wir nicht. Hauptmenü! Das wollen wir nicht. Okay, jetzt wissen wir das schon mal. Das ist Mehrspieler. Was? Hinweise. Wir empfehlen zuerst Tipps, Trupps zu spielen. Arschlecken, die wechseln zum Multiplayer. Wir kennen ja uns schon ein bisschen mit dem Online-Shooting-Games aus, daher brauchen wir jetzt diese Tipps oder sowas nicht. Xbox Live verbinden mit Xbox Live, aufrufen. Wir nehmen die große Festplatte hier und gucken mal. Online-Profil wird abgerufen. Wenn die Serie neu für Sie ist, sehen Sie sich den Trupps-Modus an, um mit Bots zu trainieren, um sich mit allen vertraut zu machen. Wenn sie fertig sind, rufen sie den Mehrspielermodus wieder auf, um sich alle anderen Spielmodus anzusehen. Aktivieren Sie ein kostenloses Call of Duty-Konto. Nehmen Sie Ihr Ghost-Profil und Ihren Fortschritt mit, wenn Sie auf das neue System innerhalb einer Systemfamilie wechseln. Greifen Sie auf die Call of Duty-App zu, um Ihren Clan zu verwalten und am brandneuen Call of Duty-Clan-Krieg-Erlebnis teilzunehmen, indem sie Bonus-EP für das Spiel exklusive Inhalte und Ruhm erreichen können. Wenn Sie ein Call of Duty Elite-Konto haben, melden Sie sich bitte an. Besuchen Sie bitte callofduty.com, um vergessene Benutzernamen und Passwörter zu erhalten. Fortsetzen. Die Clan-Krieger haben begonnen. Verdienen Sie in Call of Duty Clan-Krieg Bonus-EP für den Mehrspieler-Modus und exklusive Objekte im Spiel. Ihr Clan benötigt für die Teilnehmer mindestens 3 Mitglieder. Laden Sie die kostenlose Call of Duty App herunter und verfolgen Sie Ihre Clan-Krieg-Statistiken und Fortschritte. Fortfahren! So, jetzt sind wir eckig drinne. Okay, was haben wir hier? Soldateneditor. Willkommen, wählen Sie erst Truppenmitglied und die Startausrüstung. Silverman, okay. Nehmen wir Silverman. Vielleicht das Maschinengewehr, Scharfschützengewehr, natürlich PDW, den Second, Alter. Ah, Sturmgewehr, okay. Wirklich Soldat als Startausrüstung Silverman wählen?
Ah, jetzt darf ich hier. Ich dachte, man könnte dann wenigstens so ein bisschen noch wechseln, alles drum und dran mal machen. Was ist, wenn ich dann nichts mache? Quartiere, Clan erstellen. COD-Konto. Was ist ein COD-Konto? Will ich jetzt nicht. Operation. Ach, ich kann jetzt erst einen auswählen und schalte dementsprechend dann später was frei. Ah, ich muss erst auswählen, okay. Als was wollen wir denn spielen? Wir haben hier Sturmgewehr, die Vector, CRB, Maschinenpistole, verdeckte Ops hier mit der Honey Badger, Sturmgewehr, mit Pistole, den Granatwerfer, hier leichtes MG, Visier, verstärkte, bla bla bla. Ich würde ja ganz gerne Sniper nehmen, aber man weiß ja nicht, was da jetzt alles losgeht. Und die SA, also entweder SA oder das Honey Badger Sturmgewehr. Wir nehmen jetzt den einfachen Soldaten mal. Ja, Silverman zu Soldaten. Soldateneditor, was haben wir hier? Okay, Was haben wir noch alles hier? Brauchen wir unbedingt Truppenpunkte? Scheiß. Okay. Spezialist. Soldat, Ihre Serie wird bei Ihrem Tod zurückgesetzt. Belohnung bestrafen das andere Team. Ihre Serie überdauern Ihren Tod. Belohnung unterstützen Ihr Team. Verdienen Sie zusätzliche Extras durch eine Serie. Die Serie und die Belohnung werden beim Tod zurückgesetzt. Okay, das ist jetzt tricky. Ihre Serie überdauern Ihren Tod. Ich habe 0 Truppenpunkte, daher kann ich mir nichts holen. Setcom haben wir auf jeden Fall. Ah, okay. Hier haben wir dann, was ist das? Munitionskiste. Was ist die 14? Orakel entdeckt Feinde, okay. Spezialist hat. Achso. Soldat. Hat Setcom, den Wachhund und Maniac, Messerexperte mit fortschrittlicher Panzerung, der für hohes Tempo auf Schusswaffen verzichtet. Okay, nice. Spezialist. Ach so, dann kann ich diese Sachen hier freischalten letzten Endes. Das ist cool, aber das möchte ich nicht. Machen den Soldaten. Machen wir es ganz einfach. Extras. Was haben wir hier? Schnellere Bewegungstempo. Was haben wir hier? Unbegrenzt Sprinten haben wir drinne. Dann schneller ziehen, das ist gut. Schneller ziehen ist in Ordnung. Starten Sie mit maximaler Munitionskapazität. Was ist das hier? Vorbereiten. Die Waffen ist nach Sprinten schneller bereit. Unbegrenzt Sprinten brauche ich nicht. Das finde ich besser. Hier kann ich nichts anderes wählen. Hier kann ich auch nichts anderes wählen. Hier kann ich nichts wählen. Hier kann ich nichts wählen. Und hier habe ich die einzigsten beiden Freischalt, die ich wählen kann. Achso, das ist sowieso Elite generell. Und Elite sind wir ja jetzt nicht. Okay. Ist das ausgerüstet? Primärgranate haben wir denn. Splittergranate, Semtex. Semtex bin ich meist ein größerer Freund, aber kann ich mir nicht leisten. Und Taktik haben wir auch nur die Erschütterung.
Pistole. Werfer. Nee, das brauchen wir nicht. Okay, ja. Ah, okay, cool. Gut, wir machen jetzt einfach mal Spielersuche. Wir nehmen Standard. Erstmal Team Deathmatch. Gucken wir uns das mal an jetzt. Hoffen, dass wir ganz schnell ganz viele Gegner finden, die wir plätten können. Hoppala, und da sind wir auch schon irgendwo drinne. In ein laufendes Spiel. Jetzt bin ich ein bisschen nervös. Ein bisschen aufgeregt. So, Girls, all Girls. For Lease. Ach so, aha. Das heißt, wir kämpfen in einem Rotlichtmilieu, oder was? Interessant. Okay, Ausrüstung 1. Team Deathmatch, wir gehen los. Ich mach mich an die Arbeit. Wo sind die Gegner? Ich fix sie alle. Nein, das ist nicht gut. Die kann man ja diesmal nicht mehr runterholen. Nein! Oh, direkt schon kassiert. Ich habe direkt vor mir einen Hund gesehen. Den hole ich mir. Vorsicht, Kollege, da hinten ist einer. Hoppala, Entschuldigung. Gucken wir jetzt mal. Wer schreit hier? Kontakt, Erdgeschoss, Autowerkstatt. Da bin ich doch. Da war eine Frau. Okay, mit B ducke ich mich. Oh, fuck, sofort down. Ja, es ist ein bisschen blöd. Du kannst ja halt vernünftig campen und bist richtig schnell tot. Wo ist das miese Schwein? Da hinten ist es. Oh, ich krieg hier, Alter. Schwede, was sind die denn, die Schweine? Ich pack's nicht. Okay, wir gehen mal in eine andere Richtung. Ich glaube, hier ist ja auch diese komische Tankstelle, die du halt in die Luft jagen kannst, die dann keinen Effekt weiter aufs Spiel hat. Was ich auch relativ doof finde. Feindliche Satcom gesichtet. Wieso haben die jetzt mal eine Satcom? Da war doch gerade einer. Da, das ist dieses Ding, was runtergeplumpst ist. Hat keinerlei Effekt jetzt. Es soll total verändert sein auf das Spiel geschehen. Bringt eigentlich relativ gar nichts, weil du sowieso ein Loch drunter hast. Alter! Mann! Die Schneide kämpft mir überall! Verbündete Trinity-Rakete im Anflug. Wett? Kein Zeit. Alter! Die campen überall. Verbündete Satcom. Ja, endlich. Oh, ich hab einen Kill! Nein! Total schlecht, was ich hier gerade anstelle. Okay, den haben wir. Kein Problem. War da noch einer? Wechsel mal die Waffe und nehmen die hier gleich mal mit. Bewegen uns mal. Halt, da kommt einer. Okay, den haben wir. Warum? Weil Mathe und Geometrie mein Leben ist. Boom! Schweine! Kann ich auch campen? Kann ich hier? Verbündete Satcom aktiv. Was war das denn? Ah, ich wurde geblendet! Geh in Deckung! Das macht Bumm jetzt. Ja! Wow, fuck you! Containerhund, her. Okay, Wachhund. Komm her, Pfiffi. Ist das mein Wachhund? Nee, ist nicht mein Hund. Da ist noch ein Hund. Drei Hunde waren da unterwegs. Meine Fresse. Ist ja geil. Vamoi, Kollege, vamoi. Jetzt merke ich was. Die haben mich die ganze Zeit hören können.
Ist natürlich nicht so cool. Ich hasse das auch immer. Ich hatte gerade meine Kinect an. Ich hasse es auch immer, wenn ich irgendwelche Dummdödel da jedes Mal labern höre. Und ich hatte die ganze Zeit so eine Scheiße hier gelabert. Okay, wir nehmen mal das nächste hier. Stonehaven. Quartiere, kleine Stellen, anmelden neues Konto, COD-Konto, Essenliste, klaren Details, klaren Einladungen. Ich habe ja überhaupt keine Dingens, ne? Keine Hintergrundkarte oder sowas. So, am Ende ging's doch einigermaßen. Wenn man anfängt zu campen, funktioniert's. Okay. Jetzt gucken wir mal, wie weit wir kommen. Ich hoffe, dass ich auch demnächst an Battlefield 4 mal ausleihen kann, dass ich dazu auch mal ein richtiges Let's Test machen kann, ein zweites. Ich habe ja die Beta schon mal Let's Test. Was ihr euch natürlich nicht angesehen habt, ist klar. Okay, Ausrüstung. Wir sind ja eigentlich ganz schlecht damit gewesen. Das ist ganz, vollkommen in Ordnung. Ja, wir haben keinen Schalldämpfer. Ich spiele eigentlich meistens immer mit Schalldämpfer. Ohne Visier, aber dafür mit Schalldämpfer. Ist mir irgendwie lieber. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, Spiel beginnt. Jo, wir beginnen. Wir sind die Ghosts. Schalten Sie die feindlichen Spieler aus. Stellt keinerlei Probleme dar. Ich will nicht im Weg stehen. Entschuldigung. Da hinten habe ich einen rumdödeln sehen. Den krallen wir uns. Da ist frei, Kollege. Kannst durchlaufen. Okay. Ich laufe mal dem hier hinterher. Der scheint ganz cool zu sein. Ganz gut zu sein. Ist ein Sniper. Problem ist, nicht jeder, der einen Sniper hat, ist auch automatisch gut. Man hofft es sich immer nur. Wir haben Viper geschossen. Das finde ich eigentlich ganz cool, dass man jetzt ja auch weiblichen und Charakter auswählen kann. Man kann seinen Charakter hier wirklich selbst verändern und sowas. Dass man auch mal einen Nigger nehmen kann. Wir liegen in Führung. Und sowas. Finde ich ganz cool. Satcom-Verbindung aktiv. Was ist aktiv? Wir haben die Führung verloren. Ja, beruhig dich wieder. Das Kollege von uns. Hab ich. Kein Problem. Oh, den haben wir gut hingekriegt. Nice. Da hat sich der Deutsche aufgeregt. Weil wir ihn geowned haben. Will mich auch aufregen, wenn ich er wäre. Wo ist er? Also ich spiele meistens auch immer mit Drohne oder sowas halt, ne? Finde ich immer ganz nice. Das ist halt fürs Team. Oh mein Gott, das Feind wird beschossen! Der war auch gerade hier. Okay, wir legen uns mal kurz hin, ne? Okay, der Gegner ist anscheinend wieder weg. Nein! Ah, da ist er! Boah, Alter, das war wahrscheinlich so ein Typ, der mit Messer rumgelaufen ist. Viel zu viel ausgehalten, der Gegner. Ah, fuck, und schon wieder down. Du bist da ziemlich schnell down. Nice! Hat mich direkt getroffen, Alter. Ja, dieses Visier scheint richtig cool zu sein. Oh, Alter! Du gehst so schnell down in diesem Spiel, es geht gar nicht klar. Kann man auch gleich Hardcore spielen eigentlich, ey. Bam, ey, sofort niedergemäht. Ja, natürlich wirst du jetzt mit Sniper-Schuss natürlich... einem Schuss... Satcom-Verbindung aktiv. Nicht schlecht, nicht schlecht. Okay, ich muss nachladen.
Okay, rück du vor. Und du wirst eine Granate, okay? Okay, ich habe jetzt einen gegnerischen Sniper. Okay, hier hinten. Oh, ich habe einen Hund. Angefragt, scheiße. Halt, geh in Deckung. Lass mich in Ruhe. Ich komme mit in Frieden. Mit der dicken Wumme. Da hinten ist doch ein Gegner. Ist doch am Schießen. Ah, jetzt habe ich ihn gerade gesehen. Okay, den haben wir. Feindliches Satcom gesichtet. Jetzt haben wir wieder die Sniper aufgenommen. Verbündete Satcom aktiv. Ich dachte, eine Satcom wäre aktiv. Ich sehe keine Gegner auf dem Radar. Boah, wie die Frauen am Schreien sind, Alter. Ich habe auch abgedrückt. Laber nicht, Schweine labern auch nicht. Geh in Deckung. Ich safe dich. Okay, er ist down. Kein Problem. Das ist meine Katze. Feindliche Satcom-Gesichter, dann zerstör sie doch. Okay, wir laufen schnell als Team hier rum. Ah, Entschuldigung, komm rein. Halt. Gut gemacht. Ich finde keinen. Ich laufe die ganze Zeit hier hin und her. Aber was ich halt gut finde, ist wieder, dass du halt in jede Klasse deine eigene eigene Abschussserie machen kannst, ey. Das hat so bei Black Ops 1 und Black Ops 2 richtig gefehlt, finde ich. Weil du halt dann mal vielleicht als Sniper spielen wolltest, da brauchst du eine komplett andere Abschussserie. Ah! Gibt's doch nicht. Verbündeter Heli. Nice shit. Hast du was unterwegs? Irgendwas ist hier. Okay, den haben wir. Hab ich auch. Wir sind aufgestiegen. Oh, den holen wir uns auch noch mit. Wir liegen in Führung. Ja. Oh, fuck. Scheiße. Oh, das war jetzt richtig gut. Okay. Köter am Start. Komm mit, Wuffi. Ich nenne dich Manfred. Da hinten läuft einer. Den lassen wir mal außen stehen. Lass das mal. Nein! Unser Wuffi ist tot. Verbündeter Helikopterpilot aktiv. Okay. Das ist mein Hundilein. Hi Hundi. Komm mit Hundi. Verbündete Satcom aktiv. Alter, was war das denn? Boah, direkt mit der Sniper weggedödelt. Ja, was ist das denn hier? Ein Tiefflieger. Yeah, gewonnen! Nice shit, Alter, Digga. Skyline! Oh, Entschuldigung. Skyline! Na, Wuffi! Hör. 15 auf 10! Ist nicht schlecht, Leute. Man kann mal sagen, was man will. Das ist nicht schlecht. Also, ich find's super.
So, hier. Platz 3, was haben wir denn hier? Ja, Lobby verlassen jetzt hier. Pass mal auf. Soldaten-Editor. 5 Stück haben wir jetzt, okay. Cool. Das ist ganz cool hier. Das ist nicht schlecht. Ah, hier kann ich sogar Scharfschützengewehr. Okay. Muss ich mir aber kaufen. Mhm. What the fuck? Was ist das denn? Okay, muss ich mir aber kaufen. Was haben wir denn hier? L115, USR, die Lynx und die VKS. USR, Rückstoß ausgleichen. Was haben wir denn hier? Beweglichkeit, Schussrate, Geschwindigkeit. Das ist wahrscheinlich so eine Sniper. Aber wir können es in der eigenen Sniper-Klasse auch machen. Das ist gut. Also man kann doch hier alles komplett selbst gestalten. Immer noch. Das ist gut. Man hat 3 Ausrüstungen hier. Man kann es halt immer komplett entscheiden. Leichte MGs. Okay. Alter! Was zum Fick? Eine Chainsaw. Die ist nicht schlecht, Alter. Ich glaube, dann werde ich mal so lange spielen, bis ich die freischalten kann. Dann kralle ich die mir mal, ey. Alter Schwede. DMR. Ach so, jetzt haben wir die Sniper in einzelnen... Ah, das ist nice. Das ist cool. Das ist cool gemacht, okay. Schrotflinten, was zum Fick ist das denn? Oh, die ist cool. MPs halt, ne. Ja, ich bin kein MP-Freund, muss ich ganz ehrlich sagen. Was haben wir denn da? Hier, das machen wir drauf. Unterlauf kommt auch noch drauf. Feierabend für besseres Ziel wahrscheinlich, ne? Vordergriff, ja. Okay, ja, belassen wir es einfach mal dabei. Wir haben noch eine Beatso. Da haben wir nichts freigeschaltet für. Okay, das macht ja nichts. Achso, jetzt habe ich hier was falsch gemacht. Pass mal auf. Haben wir nichts freigeschaltet. Okay, ich werde mal hier kurz gucken. Unterstützung mache ich hier mal rein. Suchen. Standard. Jetzt nochmal was anderes. Aufgeputscht. Abschlüsse geben. Zusatzfähigkeiten sowie Doppelpunkte und 30 Sekunden Lebenszeit. Okay. Blitzangriff. Jedes Team hat eine Zielzone in seiner Basis. Betreten Sie die feindlichen Ziele, um Team zu punkten. Suchen und retten. Suchen und zerstören. Gibt es trotzdem noch? Okay. Ausgeschaltet. Wir machen mal Herrschaft. So diesen normalen, einfach Standard. Ich werde auch gleich mal suchen und retten machen. Aber erstmal diese Standard-Dinger, würde ich sagen. So, was haben wir denn hier? Hallo Stikes Jumper, Stikes Tanji. Ihr seid jetzt alle in einem letzten Test von dem unglaublich krassen Skyline. Es ist eine Ehre, gottverdammter Hacke, Alter. Stikes Goku. Okay, dann gucken wir mal, wie gut wir das jetzt Stikesen können. Also ich weiß jetzt nicht, wie lange ich dieses letzte Test mache. Ich mache jetzt so, wie ich jetzt lustig bin halt, ne? So wie ich jetzt halt Spaß dran habe, bin ich das jetzt am Spielen. Und dann gucken wir mal, wie wir das jetzt weiterführen. Aber so eigentlich gar nicht mal jetzt so schlecht, muss ich sagen. Macht's doch schon Spaß. Wir nehmen unsere altbeliebte Kasse. Und gucken mal, was wir jetzt mit der noch anrichten können jetzt. Ja, lass mich starten jetzt. Spiel beginnt 3, 2, 1. Risiko. Ich nehme die Ziele ein, okay? Nehmt die Ziele ein. Was ist denn jetzt hier in unserer Nähe? A ist in unserer Nähe. Dann gehen wir mal zu A. So, ich bin bei A. Alpha wird gesichert. Der Feind hat B. Oh, habe ich mich erschrocken. Einfach gesichert, 150. Ich weiß noch nicht ganz, wie das mit den Abschussserien funktioniert. Ist das jetzt nur Kills oder auch Punkte? Halt! Wir verlieren A. Die scheinen gut zu sein.
Ich bin jetzt ein bisschen ruhiger, ein bisschen konzentrierter jetzt. Weil die Gegner ziemlich schnell bei uns waren. Wir verlieren Alpha. Ah, das ist ein Dreischuss-Scheiß. Okay. Dumm. Hätte man wissen müssen. Holt euch die Positionen, sie dominieren. Feindliche Satcom gesichtet. A wird gesichert. Einen habe ich. Zeittag, Bitch. Bravo wird gesichert. Oh, die safe mir ganz schön den Arsch hier. Ah, von da oben. Alpha gesichert. Ey, das gibt's doch nicht. Wir haben A verloren. Verbündete Satcom aktiv. Ey, was ist denn das jetzt? Hör auf, nicht zu sterben. Ach, hier bin ich unter Wasser. B wird gesichert. Verbündete Satcom aktiv. Feindliche Satcom gesichert. Oh, wie schnell der mich ownt, Alter. Das gibt's gar nicht. Kommt um die Ecke und bams, weg bin ich. Okay, er hatte Geist an. Ich bin normal Typi hier. Er kann mich natürlich besser durch die Satcom sehen als ich ihn. So. Wir verlieren B. Von allen Seiten können die Schweine jetzt kommen, ey. Gesichert. C gesichert. Oh, fuck you. Satcom bereit. Ah, jetzt kommen wir ja von hinten. Bravo. Wir verlieren Charlie. Wie schnell verlieren wir denn C, bitte schön? Achso, Kollege. Charlie gesichert. Feindliche Satcom gesichtet. Satcom-Verbindung aktiv. Hab ich da gerade einen gesehen? Ich hab doch gerade einen gesehen. Wir verlieren Bravo. Wir haben Bravo verloren. Das sieht relativ scheiße aus, wie die laufen, die Soldaten. Der Feind hat Bravo. Aber das ist mal das geringste Übel. Oh! Egal wo du bist, die finden dich, die Schweine. Komm schon! Wir verlieren C. Wir haben C verloren. Lol. Nichts gemacht. Charlie gesichert. Okay, vielen Thanks. Mal nachladen. Scheiße! Satcom! Aktivieren! Satcom-Verbindung aktiv! Bravo wird gesichert! Achso, ist ein Kollege! Wir haben Charlie verloren! Alpha gesichert! Oh, die wissen sofort, wo sie hingucken müssen, ey! Satcom-Verbindung aktiv! Okay, die sind wesentlich besser! Meistens hast du die Leute, die gut sind, halt auch bei Herrschaften sowas rumdödeln. Team Deathmatch bekommst du meistens die etwas leichteren Gegner. Ah, scheiße, nicht getroffen. Assist von 10. Jo. Ein bisschen mehr als das habe ich schon getroffen. C wird gesichert. Da rennt einer. Verbündete Oracle Online. Oracle Online, ich weiß nicht, was das ist, aber cool. Wir verlieren C. Was ist denn das hier? Feindliche Satcom gesichtet. Verbündete Oracle über uns.
Wir verlieren Sie. Wir haben Charlie verloren. C gesichert. Hab dich! C wird gesichert. Na los! Alter! Du hast null Chance. Aber es ist halt realistisch. Im richtigen Leben würde es auch nicht mehr aushalten. Lass mich in Ruhe! Wir können drüber reden. Die ganze Zeit Gegner. Was war's denn? Feindlicher Bodenstörer gesichtet. Wir verlieren Charlie. Schön weggenatzt. Okay, das ist frei. Na Mädel, ich würde nicht so viel laufen. Nachladen. Hab ich. Wir verlieren Alpha. Satcom bereit. Kann jetzt eigentlich hier in den Satcom sehen, auch die Gegner mäßig, die dann zerstören. Der Feind hat A. Autsch! Verbündete Satcom aktiv. Feindliche Oracle, Vorsicht! Bravo wird gesichert. Hoppala! Ich weiß nicht mehr, wo ich hin sein soll. Den habe ich. Nein, ich muss nachladen! Fuck! Scheiße! Warum musste ich jetzt nachladen? Feindlicher Odin online. Oh, von hinten! Feindliche Satcom gesichtet. Bravo wird gesichert. Also ich weiß jetzt schon, ein Kollege wollte auch mal auf einen realistischen Shooter. Ich glaube, Call of Duty Ghost wird ihnen zu realistisch sein. Eieiei, was war das denn? Boah, Alter, umgerannt hier. Alpha wird gesichert. Wir verlieren Charlie. Wir haben das Team verloren. Wir verlieren Bravo. Wir haben okay, schnell nachladen. Odin offline. Der Feind hat B. Wir haben C gesichert, gut. C gesichert. Alter Schwede! Weißt du, wenn ich getroffen werde, visiere ich so krass weg, aber wenn ich die treffe, nö. Okay. Nachladen. Ah, ist ja cool. Satcom bereit. A wird gesichert. Feindliche Lufthoheit im Anflug. Wir verlieren C. Kommt noch einer? Wir haben Charlie verloren. A gesichert. Der Feind hat C. Wir verlieren A. Ah, von der anderen Seite. Wir verlieren A. Wir haben Alpha verloren. Satcom-Verbindung aktiv. Dann zeig mal, wo diese miesen Schweine sind. Hallo, es kommt schon. Scheiß daneben. Komm runter. Das ist aber auch gemein, dass du echt hier so um die Ecke gucken kannst, ey.
LOL! Habt ihr mal an mir vorbei? Wie dumm war das denn jetzt? Nice, scheiß, Alter. Läuft's echt an mir vorbei. Oh, das war schlecht, ey. Ja, man merkt, da sind ein paar bessere am Start. Aber jetzt gehen wir mal in Suchen und Retten machen wir jetzt mal. Und zwar hier haben wir noch nicht gespielt. Dann machen wir das jetzt mal. Ich sehe mal auch genauso beschissen aus wie immer. Soldaten-Editor. Zweiter Soldat. Leichte MGs. Ach, kann ich mir nicht kaufen. Aber ich glaube, es wird jetzt erstmal die letzte Runde sein. Ich könnte ein Scharfschützengewehr holen. Ich weiß natürlich nicht, welche jetzt cool ist davon. Scheint, haben wir einen Deutschen. Deutsch! Zocken hier! Wollte der totale Krieg! Okay, das war's aber auch. Passa! Hoppala! Passe ich wie die Pest, ey. So, wir nehmen wieder das hier. Suchen und retten! Weiß nicht, ob die Deutschen bei euch drin sind. Hallo. Hallo. Spricht der Adolf. Das Ziel verteidigen. So, Leute, dann gehen wir mal in die nächste Runde rein. Hoffentlich finden wir jetzt mal ein bisschen mehr. Da war er, oder? Kann ich nicht was retten? Halt, hinter mir! Oh. Scheiße, das war schon mal die erste Runde. War schon mal richtig schlecht. Wir haben die Runde verloren, aber nicht den Kampf. Ich sollte echt wieder mit. Oh Gott, da kann man auch nicht was mit machen. Ne? Suchen und retten. Das Ziel verteidigen. Okay, dann versuchen wir jetzt mal eine bessere Runde. Lauf, ich geb dir Deckung. Oh. Ihr merkt gerade, ich bin höchst konzentriert, weil ich keinen Bock habe, wieder so schnell zu krepieren. Aber anscheinend kriegen das meine Leute gerade. Ich rette dich! Da hinten, ich rette! Ah, fuck it, da bin ich schon down. Na, hat nichts gebracht, Leute. Team, bereit machen für die nächste Runde. Ist das ja noch eine ganz deutsche Lobby. Puh. Okay, das müssen wir nächste Runde ein bisschen besser hinkriegen, sonst blamiere ich mich hier weiter. Vor laufender Kamera. Suchen und retten. Das Ziel verteidigen. Unsere Leute sind hier schon am Sterben, ich versuch's immer zu retten. Ah, fuck, da bin ich schon tot. Bin ich schon down. Scheiße. Rette mich auch einer. Jetzt rettet mich keiner. Ich bin gerettet. Oh, nice shit. Okay, hier sind haufenweise Gegner anscheinend. Das ist ein Kollege. Ich rette. Oh, habe ich ganz viele gerettet. Und ich wurde auch gerettet. Schönes Ding. Vielen Thanks. Wiederbelebt.
Alles daneben gepfeffert. Wir haben die Runde verloren, aber nicht den Kampf. Entweder macht dieser Alex Project mal ein YouTube-Video, ein YouTube-Video, der ist am Stream. Ja, es ist ein Let's Player, aber Let's Test am Starten, richtig gehört. Halbzeit. Scheiße, hab ich vergessen, die Kinect auszumachen, das ist doof. Hallo. Suchen und retten. Das Ziel zerstört. Hallo. Okay. Da ist doch schon einer direkt gewesen, ey. Fuck it. Rettet mich auch keiner? Nein, hat mich keiner gerettet. Wir steigen in der nächsten Runde wieder ein. Oh, Junge. Was macht der Typ da? Wir bleiben mal bei dem Sniper hier. Die Bombe wurde platziert. Gut. Super. Genau so! Was haben wir noch jetzt? Haben wir noch den Shanks hier? Den roten Shanks? Er ist konzentriert. Ah! Was haben wir noch? Metal 88. Das. Sie haben die Bombe entschärft. Wir haben die Runde verloren, aber nicht den Kampf. Okay, jetzt geht's aber besser. Suchen und retten. Okay, jetzt geht's besser. Das Ziel zerstören. Bombe erlangt. Okay. Feindliches. Das heißt, wir haben jetzt endlich mal einen Trupp gefunden, meine Freunde. Und ich sterbe sofort, das ist gut. Sofort down. Komm schon! Ah, hätte er mich fast retten können. Ah. Boah, nee. Also von Suchen und Zerstören, meine Freunde, kann ich leider nicht viel zeigen. Das ist jetzt relativ scheiße. Aber ich glaube, wir haben alle jetzt das Prinzip verstanden, was wir jetzt da machen müssen, genau. Das heißt, wir werden gleich mal eine Runde. Feindliche Satcom gesichtet. Noch eine Runde Team Deathmatch noch reichlich machen und dann reicht das für heute, glaube ich. Okay, das ist natürlich Grafik pur, was er uns hier gerade zeigt. Selber gerade ein bisschen verwirrt davon anscheinend. Sie haben die Bombe entschärft. Eine Niederlage, das darf nicht noch einmal passieren. Oh, 0 auf 7. Glanzleistung ever. Damit kann ich jetzt schon angeben irgendwo, also. Auf jeden Fall. Ja, es lief jetzt nicht so gut. Ich glaube, wir begeben uns nochmal in Team Deathmatch hin. Zum Abschluss nochmal ein gutes Spiel, würde ich sagen. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. 0 auf 7. Schwachsinn. Können wir besser. So, nochmal das. Ah, jetzt habe ich. Warte mal. Habe ich. Ja, ich hab's. So, kaufen. Leck mich am Arsch. Nice shit, Alter. Die nehmen wir gleich mal mit. Die probieren wir auch gleich mal aus. Standard Team Deathmatch. Dann nehmen wir mal was anderes wieder. Hier mit dem Wiener Würstchen. Ist immer gut. Würstchen sind immer super. Würstchen sind Bombe. So Bombe, Alter. Katzen sind doof. So, ich werde jetzt mal ganz professionell mal was trinken. Der Herr Eckhardt ist auch am Start. Und Commander Nuss. Sandmann Styles. Auch am Start. Sehr, sehr schön. Wir müssen 3 weitere Spieler finden. Spielt als Silverman. Spielen sie alle als Silverman?
Ah, dieser Russe ist richtig. Ist ein krasser Typ. Ist er richtig. In der Mafia, das kann er machen, ne? Oh ne, das war jetzt ein bisschen italienisch. Ah, Italiener, kann ich auch, ne? Da hinten haben wir ein richtig krasses Zeichen, ne? Die Prestige von Black Ops 2 haben wir jetzt Hintergrund hier, auch schön. Okay, dann wollen wir uns mal in den Feld des Schlachtes begeben. Und hoffen, dass wir jetzt mal ein bisschen was hinlegen können. Weil, das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Es geht nicht. Mein Herz, es will es nicht akzeptieren. Ah, nee. Team Deathmatch. Die nehmen wir jetzt mit. Ich glaube, es war total dumm, die ersten 9 Punkte erstmal für sowas hier zu verschwenden. Aber es ist mir jetzt egal. Die rotzen jetzt. Hing ein Weib bei meinen Stängel dran. Gab's dann als Alternative. Fanggranate! Die Rückbank. Boom! Aus nächster Nähe. Ah, scheiße! Die Waffe ist nicht schlecht, das war ohne Witz. Die hier rotzt ordentlich, Alter. Natürlich frage ich mich, wie soll man hier viele Punkte machen? Weil ich sag mal so, ja, bei Black Ops 2 habe ich auch ewig gebraucht, bis ich mal die großen Abschlussstellen hingekriegt habe, ey. Ich kam nie weiter als bis zur Dragonfire. Da habe ich einfach mal angefangen, die Abschlussstellen mal hochzusetzen. Dann lief es wesentlich besser. So, gerade schmeiß mir mal ganz fröhlich eine Granate hin. Hat aber nichts gebracht. Über uns ist keiner. Hinter uns aber wieder! Fuck it! Was war das? Kannst du auch hinlegen? Jo. Okay, die streut ein bisschen die Waffe. Das ist kein Problem für uns. So, jetzt können wir es auch von hinten anschleichen, oder? Das ist ein Kollege. Ah, er sagt mir auch nichts, dass da jetzt was kommt. Er sagt es mir auch nicht. Aufgestiegen. Ah, von der Seite. Ich dachte, er wäre jetzt ein bisschen geschützter. Aua! Feindliche Satcom gesichtet! Oh, dann kommt er echt um die Ecke und gibt mir. Feindliche Satcom gesichtet! Feldbefehle gescheitert. Was ist das denn? Oh, fuck, da kommt er echt mit einer Shotty um die Ecke. Danke. Da kommen gleich noch ganz viele andere. Oh, fick you. Ey, die Waffe ist echt nice. Streut ein bisschen auf der Distanz. Stützung. Autschen. Kollege. Läuft als Messertyp. Alter, ficken! Ein Schuss Shotty down, ey. Genauso krank jetzt wie mit der Sniper. Verpiss dich jetzt. Zeittag. Arschloch. Autschen. Feindliche Satcom gesichtet. Hoppala. Lass mich doch mal alle in Ruhe jetzt! Eieiei. Okay, das war eben gerade die Shotty. Übelst kranker Shit, Alter.
Och, Leute. Eieieiei. Hör mal auf jetzt. Ich bin cool. Feindliche Satcom gesichtet. So ist ein Kollege. Okay, der saved. Ja, Chico, ich safe auch. Kein Problem. Das ist ein Kollege. Den haben wir. Hab ich auch. Eier, das gibt's doch nicht. Das ist noch ein Kollege von mir. Und doch erstmal den. Das ist so geil. Ich bin derjenige, der meistens die Kollegen, die Gegner auch sieht. Der die dann auch aufhalten könnte, aber als erst abgeballert wird. Oder ich bin derjenige, der sie nicht sieht. Und ein anderer Kollege von mir sieht die, aber er nicht in der Lage ist, die zu töten und ich als erst geohnt werde. Sagen, da ist doch was. Das haben wir verloren. Aber mit einem 13 auf 13. Und sie sind erst aus der Truppe von uns, ey. Like a boss, bitch. Okay, das soll es eigentlich jetzt gewesen sein. Wir haben jetzt knapp eine Stunde haben wir jetzt gedödelt. Das soll wirklich reichen für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wünsche euch noch alles Gute. Hoffentlich sieht man sich irgendwann mal online. Tschüss.